Und damit willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal mit dabei seid. Wir gucken heute in das erste Beta-Wochenende von Ikarus. Ikarus ist ein sitzungsbasiertes PvE Open World Survival Craft Game. Erstmal ein sehr großer Titel für diese Beschreibung. Es ist entweder solo oder mit einem Koop spielbar mit bis zu 8 Spielern. Und weiter steht bei Steam noch dabei: Erkunde eine brutale Wildnis nach einem gescheiterten Terraforming-Versuch. Denn Ikarus sollte eigentlich eine zweite Erde werden. Dort müssen wir nun lang genug überleben, um sogenannte Exoten abzubauen und damit in den Orbit zurückzukehren, um fortschrittlichere Technologien und Dinge weiterzuentwickeln. Das Ganze klingt sehr, sehr interessant. Ich hatte es schon länger auf dem Kika, habe mich sehr gefreut. Das Ganze wurde ein bisschen verschoben, dafür haben wir jetzt Beta-Wochenenden. Mir wurde der Zugang freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Das nutze ich natürlich sehr, sehr gerne und wir werden versuchen, in die 4, 5 Beta-Wochenenden, ich blende jetzt ein, falls es mehr sind, 5 oder 6, glaube ich, sind es sogar, reinzuschauen. Wir klicken auf Spielen und gucken mal, was uns da jetzt so für das erste Mal begegnen wird. Wir haben einen weiblichen Charakter, können hier noch ein Farbschema auswählen. Geht also gar nicht direkt ins Spiel. Wir können uns hier noch so ein bisschen anpassen. Es wird jetzt hier eine Entscheidung. Es ist unglaublich wichtig, welches Farbschema ich auswähle. So, ich denke, ich nehme das. Dann eine Stimme. Nehmen wir mal B, weil B die weiblichere Stimme ist. Dann können wir hier Köpfe anpassen. Wahrscheinlich alles jetzt nicht ganz so wichtig. Aber man muss es ja mal zeigen. Wir nehmen den ersten. Wir wollen jetzt einfach mal keine Narben, aber ich klicke sie einfach mal durch, falls es euch interessiert. Wir gehen aber wieder auf keine. Dann könnten wir einen Bart haben. Das wollen wir in dem Fall aber auch nicht. Und Tattoos gibt es auch, die man auch noch unterschiedlich einfärben kann. Aber ich klicke die hier jetzt einfach wieder durch und gehe dann wieder zu keine zurück. So, Hauttonfarbe bleibt immer die hellste, zumindest in meinem Fall. Dann haben wir ein Logo. Können wir uns jetzt unter 3 in 1 auswählen? Ich glaube, ich nehme dieses hier. Und dann können wir noch unterscheiden, was auf welcher Seite oder was für ein Headset wir tragen oder ob wir überhaupt eins tragen. Machen es einfach mal so. Passt jetzt dann auch zum ganzen Anzug ganz gut. Wir fügen unseren Namen ein. Und dann geht's los. Okay, also. Wir haben hier so eine Art, ja, Übersichtsbildschirm, würde ich das Ganze nennen. Ich klicke jetzt mal auf Start für den Timer. Das hier wird sozusagen unser First Impression vom Spiel. Und dann schauen wir in die anderen Beta-Wochenenden auch nochmal rein. Wir haben jetzt hier unsere Startseite, ins Inventar und so können wir nicht gehen. Wir können jetzt tatsächlich auch nur hier draufklicken. Host or find a lobby to join. Und das ist tatsächlich auch das, was wir machen werden. Ich habe hier noch den Tech Tree, da könnten wir natürlich mal reinluschern. Wir können jetzt schon eine Axt herstellen und eine Spitzhacke. Der Rest ist tatsächlich noch nicht freigeschaltet. Es gibt verschiedene Stufen. Mit verschiedenen Leveln. Das ist ganz interessant. Wir gehen mal wieder zurück. Wir haben hier noch Talente. Von denen sind auch viele jetzt auch noch gar nicht zugänglich. Aber da hat man zumindest schon mal so ein bisschen Überblick. Survival, Construction, Combat und Solo. Das, glaube ich, ist ganz gut, wenn man da ein bisschen skillen könnte. Im Vergleich zu einem Koop. Ich weiß es noch nicht so genau. Wir werden uns überraschen lassen. Da ist einiges drinne. Da ist wirklich einiges drinne. Customize ist wahrscheinlich unser Charakter, genau. Das wollte ich nur noch mal kurz kontrollieren. Und dann klicken wir einfach mal und gucken, was uns erwartet. Wir haben hier das Beta-Wochenende Nummer 1. Und auf geht's.
So. Difficulty easy finde ich ganz gut. Wir lernen, wie man auf Icarus überlebt. Bevor wir uns überhaupt damit beschäftigen, Exoten zu jagen, ja. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. So, kann ich jetzt hier irgendwas auswählen? Ne, wir gehen jetzt einfach mal drauf. Ja, wir hosten eine Session und gehen einfach mal ins Spiel rein. Ein sehr interessantes Prinzip, dass wir halt in diesem Startbildschirm sind, wenn wir, ich denke mal, wenn wir im Orbit sind und dann sozusagen uns losschicken können zu Missionen. Zumindest wirkt es so. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Vor allem, weil es eine Art von Survival Game ist, das muss ich dazu nochmal sagen, wie ich sie vorher noch nie gespielt habe. Wir werden also wirklich immer in diese Sitzungen geworfen, um dort zu überleben, Dinge zu sammeln, Dinge zu erforschen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir immer nur eine begrenzte Zeit auf dem Planeten, um unser Ziel zu erreichen und dann in den Orbit zurückzukehren. Wenn wir das nicht schaffen, ist es für uns gelaufen. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie das am Ende funktionieren wird. So, es wird geladen. Wir warten natürlich gerne noch ein bisschen und lassen uns gerne überraschen. Oh. Okay. Da oben läuft schon unser Timer. Missionen-Timer. 20 Tage, 23 Stunden, 57 Minuten und 48 Sekunden. Okay. Ob der kleiner ist, wenn man im Koop spielt? Oh, wir können uns schon umgucken. Da ist das. Da ist ein Gebirge. Wir haben Schnee. Okay. Geh mal vor die Tür. Okay, krass. Ich werde mal einmal ganz schnell in die Settings reinluschern, damit wir hier mal einmal kurz einen Überblick bekommen. Es hat keinen Motion Blur. Das finde ich super. Das finde ich wirklich super. Ich würde jetzt gerne hier mal ein kleines Stück, wenn ich kann. Nein, darf ich tatsächlich gar nicht. Ich hätte sonst jetzt ein Stück runtergestellt, einfach nur sicherheitshalber, damit es nicht anfangen kann zu ruckeln. Aber wie es aussieht, dürfen wir das nicht. Gut, dann bleibt es so. Wenn es ein bisschen ruckelt, dann nehmt es mir und oder dem Spiel nicht übel. Es ist ja nun auch erstmal ein erster Einblick. Es ist auf jeden Fall sehr schön. Da ist schon ein Tier. War das ein Waschbär? Also der Kleine natürlich. Es ist sehr, sehr schön. Die Maus ist sehr schwerfällig. Also es dauert alles sehr lange, sich so hier durchzubewegen, aber irgendwie. Also entweder muss ich das nochmal umstellen oder es gehört halt einfach so. Wir können hier schon ein paar Sachen abbauen. Wir haben jetzt ein paar Stöcke, ein paar Fasern. Ich werde mal meine Maus ein bisschen höher einstellen, damit wir uns ein klein bisschen schneller bewegen können. Wenn ich das darf. Ist ja jetzt die Frage. Ich habe jetzt eben noch nicht drauf geachtet. Gameplay. Da ist es. So. Wir gehen da jetzt mal ein bisschen. Muss ich höher oder niedriger? Ich habe sowas fast nie umgestellt. Ah, okay, das reicht aber schon. Wunderbar. Ich stelle sowas sonst eigentlich fast nie um für sowas, weil ich nicht so viele Shooter spiele.
bleibt es meistens bei dem, was dann so eingestellt ist, weil mir das dann immer klug vorkommt. Die werden sich ja was dabei gedacht haben. So, wir haben hier Oxid und Stein gesammelt. Ein paar Beeren, das ist sicher nicht verkehrt. Wow, es ist halt echt schön. Ein paar Pflanzen mitnehmen. Oh, da ist er direkt durch mich durchgelaufen. So, wie in jedem Spiel dieser Art, sammeln wir erstmal alles. Kann ich das einfach so trinken? Ich hoffe ja. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie mich gleich dahin raffe. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe ja sicherlich ein Inventar. Ich habe ein Inventar. So, wir gucken uns das Ganze mal an. Wir haben hier eine Sauerstoffversorgung. Wahrscheinlich ist das auch das, was es begrenzt, wie lange wir hier sein können. Essen und Trinken. Wir haben Ausrüstungsslots. Also relativ normal. Wir haben hier unsere Übersicht über Gesundheit, Ausdauer, wie schnell wir uns bewegen können, wie viel wir tragen können. All diese sehr wichtigen Überlebensinformationen. Wie viel Schaden wir machen. Da ist einiges drin. Auch wie gut wir gegen Kälte oder Hitze beständig sind. Und dann alles, was wir so im Inventar mit uns tragen. Ich könnte jetzt mal gucken, können wir das hier essen? Tatsächlich. Dann erhöht sich da auch unser Essig. Ich esse hier mal alle. So, wunderbar. Und dadurch haben wir auch Trinken bekommen, weil es halt Beeren sind. Sehr gut, die sollte man also mitnehmen. Dann gehen wir mal ins Crafting-Menü, beziehungsweise in den Teil. Wir haben jetzt schon genug, um uns eine Spitzhacke herzustellen. Das machen wir mal. Und wir haben genug, um uns eine Axt herzustellen. Das machen wir auch. Mehr können wir jetzt hier auch noch gar nicht. Wahrscheinlich müssen wir dann jetzt theoretisch weitere Sachen freischalten, wie zum Beispiel den Speer. Aber ich habe, glaube ich, noch gar keine Punkte dafür. Ganz genau. Ich weiß nicht, ob wir dafür ein Level up brauchen, damit wir dann Punkte bekommen, damit wir dann wieder was freischalten können. Ich gehe stark davon aus. Okay, dann haben wir die Talente. Die hatten wir ja eben schon. Da würde ich jetzt einfach mal ganz gerne nochmal durchklicken. Und wir haben eine Karte. Jetzt natürlich neu. Hier sind wir. Da ist unser Raumschiff. Kann ich rauszoomen? Wow, okay. Sie ist nicht klein. Hier mal nach kurz. Oh, okay. Ja. Sie ist tatsächlich nicht klein. Da würden uns auch schon die Exotics angezeigt werden. Die Grabsteine, also falls wir irgendwo sterben sollten, unser Schiff und der Spieler selbst. Okay, cool. Gut, wir haben jetzt eine Spitzhacke. Ich werde mich mal langsam, aber sicher einem Stein nähern. Der gibt aber auch nur Stein, wenn ich das richtig sehe. Aber man kann ihn an den anderen Stellen dann auch noch abbauen. Das ist cool, wie der wirklich da kaputt geht, wo ich drauf hau. Und dann halt auch nur bis dahin abgebaut ist, wo ich drauf gehauen habe. Sowas gefällt mir immer. Total, eigentlich total unwichtiges Detail, wenn man ehrlich ist. Also man braucht sowas halt eigentlich nicht. Aber ich finde das immer total cool. Und sieht es halt wirklich aus, als hätte ich den Stein abgebaut. Gefällt mir. Da haben wir ein Level abbekommen. Hoffe, dass wir jetzt... Wir haben einen Talentpunkt und 3 Blueprint Points bekommen. Das nutzen wir doch gleich mal. Jetzt ist die Frage, ob wir hier vielleicht so einen Solo-Punkt unsere Gesundheit, unsere Ausdauer oder unseren Bewegungs... also unseren Movement-Speed, unseren Bewegungsspeed. Wir könnten Bogen verbessern. Wir könnten Speere verbessern. Wir könnten Klingen verbessern. Und wir könnten Feuerwaffen verbessern. Aber die gibt es jetzt in dem Fall hier noch nicht. Wir könnten hier
unsere Reparatur-Skills, unsere Tools verbessern oder das Bauen. Ihr wisst, das spricht mich sofort an. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel skillen, dass die verschiedenen Baustrukturen im Inventar ein bisschen weniger wiegen. Ist für mich sicherlich auf Dauer ein sehr guter Skill. Dann hätten wir jetzt hier noch Ressourcen als Skillpackung. Erkunden, jagen und kochen. Also da sind unterschiedlichste Skills drin. Ich gehe jetzt mal erstmal in diesen Solo-Bereich und werde hier meine Gesundheit erhöhen. Das kann eigentlich nie schaden. Und jetzt gucken wir hier nochmal in die Blueprints, denn dadurch, dass wir hier schon ein bisschen was freigeschaltet haben, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, zum Beispiel ein Feuer herzustellen. Gegen die Kälte und um Essen zu kochen. Wahrscheinlich keine schlechte Idee, weil es ja sicherlich irgendwann auch Nacht wird und dann wird es wahrscheinlich wieder kalt. Dann hätten wir hier unseren ersten Speer, ein erstes Messer und einen Hammer zum Reparieren. Jetzt würde es mich mal interessieren, ob wir hier jetzt auch schon. Okay, hier haben wir eine erste Truhe. Haben wir hier jetzt schon die Möglichkeit, Strukturen freizuschalten, also Baustrukturen? Die kommen erst hier hinten. Okay, also wir sind noch nicht in der Lage zu bauen, wirklich. Ich werde jetzt mal ein Feuer bauen. Ist bestimmt nicht verkehrt. Dann. Oh, wir haben etwas, um Feuer auszumachen. Das heißt, Feuer kann übergreifen. Wahrscheinlich vielleicht sogar schon von dem Campfire aus. Ich weiß es nicht. Bett wäre wahrscheinlich an sich auch nicht schlecht. Wir haben aber noch gar nicht gejagt. Also wir können da jetzt noch gar nicht so viel. Ich würde sagen, wir nehmen ein Speer und ein Messer. Ich glaube, dass das eine ganz gute Kombination sein könnte. Wir bauen uns auch gleich mal einen. Und dann bauen wir uns auch gleich mal ein Messer. Und dann bräuchten wir weitere Stöcke. Das sollte jetzt ja eigentlich mit unserer Axt kein Problem mehr sein. Wobei es natürlich sein kann, dass wir jetzt größere Stämme bekommen. Okay, hier ist es jetzt natürlich wiederum ein bisschen schade, dass wir da den Baum gefällt haben eigentlich und er da dann abbricht. Aber das, wie gesagt, sind Kleinigkeiten. Jetzt haben wir richtiges Holz gesammelt. Das ist nämlich das, was ich meinte. Das ist nicht das, wonach wir eigentlich suchen. Liegt hier natürlich dieser riesige Baum. Vielleicht bleibe ich hier einfach in der Nähe, falls wir später nochmal ein bisschen Holz, also richtiges Holz brauchen. So, okay, den können wir jetzt, glaube ich, auch abbauen. Oh ja, wunderbar. Nehmen wir doch gleich mit, wenn ich darf. Ne, hier müssen wir noch weiter abbauen. Okay. Gut. Wir sammeln hier noch ein bisschen was und dann sollten wir jetzt hoffentlich. Oh. Ein bisschen Weizen. Da bin ich ja gleich dabei. Kann man bestimmt noch gebrauchen. Ich hätte vielleicht die Truhe leeren sollen. Ja, wir nehmen nicht alles mit, ihr wisst ja, hier muss ja auch noch was nachwachsen können. Ich glaube, wir setzen unser Feuer auf dieser Halbinsel. Mir gefällt das irgendwie. Außerdem fühle ich mich da, glaube ich, recht sicher. Ich weiß jetzt ja nicht, was uns hier schon alles erwarten könnte. Vielleicht auch im Wasser. Ich versuche es einfach mal. Hier sieht es relativ gut aus. Wir können uns später vielleicht auch etwas zum Rüberschwimmen. Also zum richtig schnelleren Schwimmen bauen. Gibt es ja oft in solchen Spielen. Oder wir bauen uns irgendwann eine Brücke. Das wäre an sich sicherlich auch nicht verkehrt. Okay, wir sind auf der Insel. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich ein klein wenig ruckeln. Nehmt es mir nicht übel. Zeigen möchte ich es euch auf jeden Fall trotzdem. Oh, mit Wasserfall. Mit doppeltem Wasserfall.
Das ist mein Ausblick. Allerdings haben wir hier nicht wirklich einen schönen Platz, um das Feuer aufzustellen. Also so einen... Wobei hier? Ich möchte halt nicht, dass durch mein Feuer was durchguckt. Ich bin da ein bisschen eigen. So, wir craften das jetzt aber erst einmal. So, jetzt müsste ich mal gucken, wie man das aufstellt. Kann ich das jetzt in einen von den... Ja, kann ich. Okay, hier könnten wir... Es ist relativ klein. Vielleicht kriegen wir es doch irgendwo hingestellt hier vorne. Ja, es sieht doch gut aus. Ist auch relativ nah am Wasser. Müssen wir nicht so viel Angst haben, dass wir alles in Brand stecken. So, jetzt können wir hier wahrscheinlich Holz reintun, nehme ich an. Irgendwo. Ah, okay. Wunderbar, jetzt brennt das da drinne. Und wir könnten da drinne jetzt rein theoretisch kochen. Zumindest, wenn wir Teig hätten oder ungekochtes Fleisch, ungekochten Fisch. Okay, wunderbar. Vielleicht können wir ja mal mit unserem neu gebauten Speer einen Fisch jagen. Okay, Moment. Das funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Man muss dann tatsächlich loslassen, damit er... Ah, der Fisch war so schön nah dran. Der hätte sich so angeboten. Da, der ist ja groß. Oh, okay. Er fliegt nicht ganz so weit, wie ich erwartet hatte. Können wir tauchen? Oder ist mein Speer jetzt weg? Ich kann ihn trotzdem noch einsammeln. Er fliegt nicht ganz so weit, wie ich erwartet hatte, aber vielleicht haben wir jetzt hier nochmal eine gute Chance. Wow, er fliegt immer noch nicht ganz so weit, wie ich erwartet hatte. Wir müssen in einem höheren Bogen werfen. Okay, aber der war gar nicht schlecht. Finde ich. Kann ich mal über mich selbst so sagen, oder? So, wir nehmen den wieder mit. Kann ich jetzt den auch hier drinnen angreifen? Also direkt im Wasser? Ja, kann ich. Ich habe ihn! Ist ja viel einfacher. Ein Wetter-Event und irgendwas hat mich gebissen. Okay, es gibt also auch böse Fische. Wo es regnet. Okay. Regen ist auf dem Weg zu uns. Oh, oben in der Ecke, oben rechts in der Ecke, sieht man, wie sich die Regenwolke, da oben jetzt kann man es ganz gut sehen, wie sich die Regenwolke nähert. Das ist jetzt wahrscheinlich für uns nicht ganz so wichtig, aber es wird im Spiel später zum Beispiel Stürme geben. Die sind jetzt am ersten Beta-Wochenende noch nicht aktiviert. Die sind aber dann sicherlich etwas gefährlicher. So, ich werde mal jetzt ein bisschen Fisch grillen. Ich hoffe, dass das so einfach geht. Und vielleicht macht das jetzt sogar unser Feuer aus. Wir werden es sehen. Vielleicht kriege ich keinen gegrillten Fisch mehr. Auch wenn ich sehr gerne ein bisschen gegrillten Fisch hätte. Sieht gut aus. Wunderbar. Hat doch geklappt. Der nächste wird auch noch gegrillt. Ist also wirklich nur sehr, sehr leichter Regen. Aber es hat unser Feuer gelöscht. Tatsächlich. Und das, obwohl der Fisch fast schon fertig war. Das ist auf jeden Fall sehr... mit Gewitter. Sehr atmosphärisch. Blitze? Wir haben keine... Ja, ich habe noch keine... Noch keine Unterkunft. Ich kann mich noch nicht verstecken. Weil wir das noch nicht freigeschaltet haben. So, ich habe jetzt hier mal
so gut ich das beurteilen kann, das Aluminium abgebaut. Ich hoffe, dass wir demnächst eine neue... Oh. Wir sind dem Sturm ausgeliefert, ja. Ich werde wohl auch nichts daran ändern können. So schnell werden wir nicht ableveln können, damit wir jetzt hier... Vielleicht gibt es Höhlen. Vielleicht hätte ich mir eine Höhle irgendwo suchen können, die uns mehr Sicherheit gegeben hätte. Das weiß ich natürlich nicht. Wow, aber da sehen wir schon oben wieder. Als nächstes kommt eine kleine Regenwolke und dann kommt die Sonne. Das heißt, es sollte nicht mehr allzu lange dauern. Aber es wäre natürlich ganz interessant zu wissen, ob wir theoretisch hätten uns in einer Höhle unterstellen können. Ich habe jetzt mal ein bisschen gegessen. Ich erkunde mal unsere Halbinsel während des Sturms. Ich fühle mich hier aber ganz wohl, muss ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, das ist gar kein schlechter Startpunkt. Wir werden jetzt noch ein bisschen was abbauen. Ich weiß nicht, wann wir genau überladen sind. Okay, wir können 100 Kilo tragen, sind bei 17. Das heißt, ich kann hier ruhig ein bisschen was abbauen. Vielleicht nicht unbedingt direkt auf der Insel. Soll ja auch weiterhin ganz schön aussehen hier. Wir schwimmen gleich mal ein kleines Stückchen rüber Richtung Wasserfall. Ist doch auch ganz nett. Guck mal meine Ausdauer wieder. Oh. Das bin ich jetzt... Okay, ja, tatsächlich sind wir dem Sturm zu sehr ausgeliefert. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr, sehr schlimm wird für uns. Hätte ich in meine Kapsel zurückgehen können? Vielleicht hätte ich in meine Kapsel zurückgehen können. Wo ist die? Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich gehe mal. Ich weiß nicht, ob wir gerade Gesundheit verlieren oder ob es uns... Noch sieht es nicht danach aus. Aber vielleicht schaffen wir es noch. Zur Kapsel zurück, weil es mich einfach interessieren würde, ob die uns da Sicherheit gibt. Oder wie das da läuft. So, wir schwimmen. Aber jetzt geht es schon runter von alleine. Der Sturm löst sich auf. Es hätte mich aber tatsächlich interessiert. Es wäre so eine Sache, die man vielleicht hätte mal ausprobieren können. Wird uns jetzt nicht mehr viel bringen. Wobei jetzt doch, ich könnte wissen, ob es mir Shelter gibt oder nicht. Für zukünftige Runden. Kommen wir da überhaupt wieder rein? Nee, da kommen wir so einfach nicht wieder rein. Return to Station. Tatsächlich, wir könnten... Aber das bringt uns jetzt natürlich nicht viel. Okay, das heißt, es ist sehr, sehr wichtig scheinbar, später einen Unterschlupf zu haben. Ich glaube, dass uns das normalerweise nicht gut getan hätte. Jetzt natürlich nur so ein Gefühl, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber sah jetzt nicht so aus, als wenn das so geplant gewesen wäre. So, wir sammeln weiter Beeren und werden uns hier jetzt mal mit den Materialien beschäftigen. Hier gibt es ein bisschen Sulfur. Oh, ein Level up. Sehr schön. So, dann hätten wir hier noch Kupfer, aber wir gehen erst einmal in den Tech Tree. Auf jeden Fall eine Kiste, das habe ich ja eben schon gesagt, dass mir das, glaube ich, ganz gut tun würde. Hier können wir auch so Lagermöglichkeiten für Steine und für Holz freischalten. Und hier wäre der erste Punkt, an dem wir ein Gebäude freischalten könnten. Ich schalte das mal frei, weil ich wissen möchte, ob danach der Rest freigeschaltet wird. Ja, tatsächlich. So, wir können jetzt immerhin schon mal einen Boden und eine Säule craften. Das ist natürlich super hilfreich. Ich werde jetzt erstmal mein Leben hier nochmal erhöhen und dann bauen wir Kupfer ab. Ich glaube, dass das uns ganz gut Erfahrung gibt, hier Sachen abzubauen. Da wir jetzt auch Kisten bauen können, ist es, glaube ich, okay.
So, dann ist der auch weg. Dann bauen wir den da drüben ab. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt mit meinem Sauerstoff ist. Ich habe nicht mehr viel Sauerstoff. Und ich weiß nicht genau, wie wir den wieder aufgeladen bekommen. Vielleicht hätte ich nicht so viel tauchen dürfen. Denn wenn das tatsächlich die Ressource ist, die unseren Aufenthalt hier begrenzt, dann hätte ich ziemlich sicher nicht so viel tauchen dürfen. Aber man lernt ja nie aus. So, unsere Ausdauer müssen wir jetzt kurz einen Moment aufladen, damit wir weitermachen können. Aber das gibt tatsächlich ganz gute Erfahrung. Also hier jetzt erst einmal die verschiedenen Erze mitzunehmen. Das schadet ja auch nicht. Irgendwann wird man sie brauchen. Ich kann euch übrigens nicht sagen, ob im nächsten Schritt, also am nächsten Beta-Wochenende, dieser Spielstand dann noch da sein wird oder ob man jedes Mal einen neuen anfängt. Wir lassen uns da einfach mal überraschen und gucken dann, ob wir von dem Punkt aus, den wir heute erreichen, weiterspielen oder wieder neu anfangen. So, da haben wir wieder ein Level Up. Wunderbar, damit kann ich das tatsächlich so ein klein bisschen vorantreiben, würde ich sagen. Gucken wir mal, ob wir hier jetzt, genau, jetzt können wir eine Wand herstellen und ein Dach. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Wir hätten noch ein Fenster, eine Schräge, eine Tür. Eine Treppe wäre vielleicht nicht schlecht. Ich glaube, damit könnten wir jetzt schon ein bisschen was anfangen. Ich werde jetzt das auch nicht mehr weiter abbauen, sondern wir gehen mal zurück. Und ich würde gerne mal gucken, dass wir tatsächlich vielleicht. Ist der böse? Ich glaube ja. Oha! Gut, dass wir ihr Leben geskillt haben. Aber mein Sauerstoff geht runter. Ich kann nicht mal mehr werfen gerade. Oh, wow. It hurts. Ein bisschen. Einen haben wir erledigt. Ein Wulfi ist zum Glück relativ nah an unserer Kapsel, wo wir gleich wahrscheinlich respawnen werden. Wir könnten jetzt wiederbelebt werden von einem Teammate, wenn wir im Koop spielen würden. Wir respawnen jetzt aber einfach mal und es sollte. Jetzt ist der unseren Wolfi? Oh. Wenn wir respawnen, verlieren wir Equipment und Ressourcen. Und wir verlieren auch ein wenig Erfahrung. Wir werden random respawned? Oh oh. Ich dachte, wir wären an unserer Kapsel respawnen. Okay. Na dann mal sehen. Da wir kein Bett hatten, konnten wir nicht an einer festgesetzten Location respawnen. Das war der Timer. Ich werde jetzt aber mal gucken, ob wir unsere Leiche abholen können. Ob es da eine Möglichkeit gibt. Wir sind auf der Halbinsel gerespawnt. Das finde ich jetzt ein klein wenig amüsant, muss ich sagen. Ich werde jetzt mal gucken, ob wir unsere Leiche wieder zurückholen können. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Wir sollten dieses Mal nicht tauchen, wenn es geht. Damit wir unsere Sauerstoffreserven nicht aufbrauchen. Scheinbar ist das nämlich eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit hier im Spiel, dass man seinen Sauerstoff für sich behält. Denn wir konnten nicht mal mehr angreifen, als mein Sauerstoff aufgebraucht war. Ich werde jetzt mal gucken, dass wir einen weiteren Speer hergestellt bekommen, denn der Wolf ist wahrscheinlich noch da. Ich weiß nicht, ob der Wolf gerade den anderen Wolf gegessen hat oder ob er sozusagen daneben einfach sitzen geblieben ist nur. Wir brauchen Fasern und noch ein bisschen mehr Holz und ich kann hier noch einen Talentpunkt vergeben in die Regeneration von Gesundheit. Ich glaube, für den Anfang, für mich hier alleine, ist das eine sehr gute Geschichte. Bräuchte noch ein bisschen mehr Holz, genau. Wunderbar.
Und jetzt, glaube ich, sollte das schon reichen. Nein, da kommt schon wieder was Böses. Da will mich schon wieder was fressen. Okay, ich habe ihn. Ich hoffe, dass... So, und dafür brauchen wir jetzt nämlich ein Messer. Das war das, was ich mir vorhin schon gedacht habe. Ein paar Steine und dann sollte das funktionieren. Oh Mann, oh Mann. Okay, wir müssen aber erstmal irgendwo einfach so Steine finden, genau. Das war jetzt einer. Wie viele brauchen wir? Noch einen weiteren. Da liegt doch einer. Wunderbar. Dann werden wir den mal eben mitnehmen. Oh, wir können ihn tragen. Interessant. Und ich kann ihn jetzt nicht. Doch, wenn wir das. Ah, wenn wir das Messer ausgerüstet haben. Mal gucken, ob wir hier, wir nehmen alles. Oh, es bleibt nur ein Skelett zurück. Das ist ja auch mal eine Variante. Ich werde jetzt gucken, ob wir unsere Sachen looten können. Unsere Zeit ist zwar eigentlich schon abgelaufen fürs First Impression. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen drin rumschnuppern. Hier ist der zweite Wolf. Ich weiß jetzt nicht, ob das gerade der Wolf war, den wir hier noch gesehen hatten, oder ob das schon wieder ein neuer Wolf war, der uns da gerade attackiert hat. So, wir nehmen das alles mit. Und dann wollte ich eigentlich, als wir gerade attackiert worden sind, mir nochmal die Strukturen anschauen, bevor wir hier... ein erstes kleines Fazit abgeben. Denn das ist für mich ja doch immer ganz wichtig. Nicht für jeden, aber für mich dann doch. So, ich werde mal schauen, dass wir uns hier die Sachen mal ausrüsten und uns da mal eine kleine Base bauen. Ich werde mal hier jetzt einfach mal eine Säule errichten. Oh, okay. Der Boden drumherum wird vom Gras befreit. Erstmal eine ganz interessante Sache. Man kann darüber auch weiterbauen. Das ist was, was mir ganz gut gefällt, wenn man über die Shortcuts dann auch weiterhin bauen kann. Das Ganze hat ein Snap-Point-System. Auch immer eigentlich ganz wünschenswert, solange es funktioniert. So, ich sammle hier mal weiter ein, dass wir noch ein bisschen was bauen können. So eine ganz kleine erste Base in der Nähe von unserer Kapsel. Jetzt natürlich nicht auf unserer Halbinsel, aber ich glaube, hier kommen wir jetzt ein bisschen besser an die Ressourcen. Uns fehlen wahrscheinlich jetzt wieder ein paar Fasern. Ich weiß natürlich nicht, ob die Sachen hier respawnen oder wie das ist, ob wir alles, was wir einsammeln, tatsächlich weg ist. Ich könnte es mir vorstellen, weil es ja theoretisch so ein sitzungsbasiertes Spiel ist, dass alles, was wir einsammeln, tatsächlich auch weg ist. Aber das wäre dann jetzt auch nicht tragisch. So, wir nehmen mal hier diese 5. Ne, 4. Entschuldigung, ich wollte 5 daraus machen. Noch sind es 4. Okay, noch funktioniert es ganz gut. So, ich mache 5 daraus. Das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Dann müssen wir nur weit genug hier rüber, damit die Säule da platziert wird. Jetzt bräuchten wir noch ein paar mehr Säulen. Also einfach mal hier wie so ein Bulldozer durch den Wald, damit wir ein bisschen Holz und Fasern bekommen. Ich denke mal, 2 oder 3 werden wir wohl noch brauchen, um hier... Man braucht auch wieder so ein bisschen den richtigen Winkel, um das Ganze ordentlich zu platzieren, aber es ist relativ komfortabel bisher. Ich wollte gerade sagen, je nachdem, ob ich jetzt die Punkte hier unten auch treffe, tun wir aber tatsächlich. Ob ich den Punkt da unten jetzt treffe, wird eine interessante Frage. Aber gleichzeitig auch irgendwie eine entscheidende Frage, zumindest für mich. Jeder, der in solchen Spielen ganz gerne baut, kennt das Problem mit Snap Points und
der Frage, ob sie dann tatsächlich auch da snappen, wo man sie haben möchte. Tun sie aber scheinbar. Man muss ein bisschen vorsichtig interagieren, aber dann treffen sie scheinbar den Punkt, den man haben möchte. Und das ist eine schöne Sache. Ich meine, passiert ja immer mal, dass man ein bisschen hin und her ruckeln muss, um da irgendwas zu erreichen. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Ich hätte jetzt ganz gerne eine. Hatte ich nicht eine Treppe freigeschaltet? Das kam mir irgendwie so vor. Nee, doch. Da ist sie. Wir müssten eigentlich auch eine Treppe herstellen können. Ich weiß nicht genau, warum wir die jetzt nicht haben. Eigentlich habe ich sie gelernt. Aber okay. Dann halt nicht. Dann bauen wir halt erst einmal keine Treppe. Sondern werden hierüber dann unseren Eingang aufstellen. Ist für mich auch in Ordnung. So, jetzt können wir hier ein paar Wände bauen. Eigentlich wollte ich gar keine Dächer mehr bauen, aber jetzt ist es dann zumindest weg. Kann es mir nicht immer wieder dazwischen rutschen. Wir könnten mal das aus dem Inventar entfernen, sodass uns das gar nicht mehr dazwischen rutschen kann. Und dann werde ich hier nochmal wieder ein bisschen was sammeln, damit wir noch ein paar Wände herstellen können. Es ist auf jeden Fall hübsch. Das muss man jetzt mal so sagen. Es ist auf jeden Fall hübsch. Schaut euch das an. So, ich baue hier noch ein bisschen weiter ab. Ich würde gerne noch ein fertiges Gebäude haben. Klar, es wird jetzt dunkel. Das könnte jetzt das Ganze ein bisschen erschweren. Ich weiß nicht, ob man Fenster später in die fertigen Wände einsetzt oder wie das funktionieren wird. Wir lassen uns da ein bisschen überraschen. Aber da es keine Fensterwand gab, sondern einfach nur das Fenster an sich, gehe ich ein bisschen davon aus. Ja. Haben wir hier zumindest nur noch zwei Wände übrig. Ich werde nur noch eine Wand bauen, beziehungsweise theoretisch könnten wir noch zwei Wände bauen, aber ich glaube, ich habe die Tür nicht gelernt. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter. Das heißt, wir werden da erst einmal eine Lücke drinnen lassen müssen. Es sei denn, wir machen noch ein Level Up, während wir bauen. Das wäre natürlich denkbar. So, hier haben wir jetzt unsere letzten zwei Wände. Von außen sind die übrigens so ein bisschen getarnt. Ganz interessant. Frag mich, wie die anderen Strukturen dann später aussehen. So, ich möchte jetzt natürlich hier noch keine Wand drin haben, sonst, wie gesagt, habe ich das Problem, dass wir hier nicht mehr reinkommen werden. So, jetzt müssen wir hier noch ein paar Ressourcen uns erbeuten. Es wird langsam dunkel. Ich habe auch noch keine Fackel. Wir haben nur das Lagerfeuer gelernt. Da müssen wir jetzt mit umgehen. Ist aber vielleicht auch ganz spannend. So. Bauen bringt jetzt nicht super viel Erfahrung. Ist aber häufig so, dass Bauen nicht gerade das ist, womit man jetzt super viel Erfahrung bekommt. Ich werde jetzt mal hier einfach das eine gerade Dach einsetzen. Wobei wir das auch hätten anders machen können. Kann ich was abreißen? Wahrscheinlich nur mit diesem Hammer. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich würde jetzt darauf spekulieren, dass es wahrscheinlich nur mit dem Hammer geht. Versuche jetzt mal ein paar Steine zu sammeln, um dann noch einmal eine weitere Spitzhacke zu bauen. Weil wir ja doch ganz gut Erfahrung bekommen haben, wenn wir hier Sachen abgebaut haben. Vielleicht bekommen wir noch ein weiteres Level Up hin, um dann noch eine Tür zu bauen. Um dann vielleicht auch noch unser Haus fertig zu bauen, sozusagen.
Ich bin ein bisschen gespannt. Ich meine, unser Sauerstoff sinkt jetzt weiterhin. Was mich ein bisschen irritiert zurücklässt, ob man zwischendrin tatsächlich in seine Basis, also in den Orbit zurückkehren kann. Und dann wieder hierher zurück, solange der Timer noch läuft. Oder ob man hier später eine Möglichkeit bekommt, seinen Sauerstoff wieder aufzuladen. Oder den effizienter zu nutzen. Vielleicht darf man am Anfang gar nicht so lange auf einem Planeten sein und es wird dann immer besser, je besser man selber wird. Würde mir zumindest logisch vorkommen. Wir nehmen jetzt mal die Tür mit und diese Seitenwände und die Fenster. Dann kommt es mir zumindest schon vor, als hätten wir ein echtes Haus. So. Und mit diesen wunderschönen neuen Errungenschaften kehren wir einmal zurück. Um unser Haus vielleicht tatsächlich fertigzustellen. Ich werde jetzt hier eine Tür bauen. Sagen wir mal zwei Fenster. Und dann brauchen wir vier Schrägen. Ich habe jetzt nicht mehr genug Fasern für eine weitere Schräge. Das heißt, wir müssen noch einmal hier ein bisschen was abbauen. Dann kann ich die letzte Wand, die ich noch hatte, hier einsetzen. Da kommt dann hoffentlich eine Tür rein. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Vielleicht hätte ich die Tür auch... tatsächlich nicht da reinsetzen dürfen. Okay. Vielleicht habe ich das mit der Tür falsch verstanden. Ich dachte halt, die Tür wird jetzt hier irgendwo eingesetzt. Scheinbar ist die Tür ein eigenes Bauteil. Naja, gut. Dann habe ich jetzt wahrscheinlich ein Problem. In dem Sinne, dass ich in mein Haus nicht reinkomme. Aber wieder was gelernt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir können hier rotieren. Ich kann das Ganze auch ändern zu so... okay, wir können... Wir haben verschiedene Varianten davon. Ich kann sagen, die soll sich in die eine Richtung drehen, nach rechts oder nicht, nach links. Oder sie soll so eine richtige Spitze bilden. Das ist natürlich ganz interessant. Ich würde es jetzt nur ganz gerne... da so reindrehen. Also das funktioniert hier jetzt irgendwie gerade noch nicht. Doch, jetzt habe ich es. Okay, wir müssen hier ein bisschen näher an das Gebäude selbst ran. Dass er sozusagen da dann den oberen Punkt wählt zum Snappen. Also die Wand. Wir wählen wahrscheinlich jeweils die Wand aus, an der wir das dran haben wollen. Und dann können wir es da dran sozusagen drehen. Okay. Wieder etwas gelernt. Das mit der Tür ist jetzt durchaus ein bisschen ärgerlich. Aber wahrscheinlich bräuchten wir jetzt diesen Hammer, um da irgendwas dran zu bewerkstelligen. Damit können wir nämlich auch reparieren. Ich weiß es nicht. Ich kann es tatsächlich nicht sagen, wie genau wir diese Tür jetzt da reinbekommen hätten. Aber hey, wir haben ein kleines Haus gebaut, auch wenn es jetzt stockfinster geworden ist. Wir werden sehen, ob wir das nächste Mal an dieser Stelle dann wieder eingesetzt werden. Ich würde jetzt ganz gerne noch ein Lagerfeuer produzieren, damit wir unser fertiges Gebäude noch einmal ordentlich anschauen können. Ich gehe mal hier in den Crafting-Bereich. Wir brauchen Fasern und Steine. So, das sollte dafür schon mal reichen. Jetzt muss ich mich hier irgendwie Gebüschen nähern, die ich nicht sehen kann. Und dann bauen wir hier. Oh, uns fehlt 24 Steine brauchen wir dafür. Okay, das sind viele. Gut, dann nochmal ein bisschen weiter draufhauen. Das ist ja zum Glück trotzdem kein Problem. So, jetzt aber bauen wir uns so ein wunderschönes Lagerfeuer.
Ich habe jetzt noch kein Holz. Ich weiß nicht genau, ob wir da wirklich das richtige Holz für brauchen, was wir beim Bäumefällen bekommen, oder ob das auch mit den kleineren Holzstücken geht. Aber ich baue sicherheitshalber auch noch mal eine Axt nach. So, unser Haus steht dort. Ich baue das Feuer einfach mal hier davor. Wir gehen da mal reingucken, ob wir vielleicht auch die als... Ja, tatsächlich. Auch die können wir benutzen. Gibt nicht so besonders viel Licht, aber zumindest könnte man sich hier aufwärmen. Was wir jetzt noch probieren werden, wo sich auch unsere Wasserreserven und unsere Sauerstoffreserven ein bisschen dem Ende nähern. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit, wenn ich kann. Nee, darf ich nicht. Wir schmeißen das scheinbar nur raus. Okay. Ich werde jetzt mal zur Station zurückkehren. Okay, wir können nicht zurückkehren. Wollen wir das hier wirklich verlassen? Ja, wir wollen uns das mal anschauen. Wir setzen uns jetzt mal hier rein. Wir hatten eh keinen Sauerstoff mehr. Wir bekommen keine Belohnung. Wir haben halt auch nichts gefunden. War aber, glaube ich, auch tatsächlich eigentlich nicht Sinn der Sache. Es gab ja schon am Anfang keine Belohnung für diesen Teil. Bin ein bisschen gespannt, wenn wir jetzt wieder zurückkehren, ob wir tatsächlich nicht zurückgehen könnten, weil es ist ja eigentlich jetzt mit Beta. Wir sind Level 4, wir haben zumindest unseren Fortschritt mitgenommen. Wir sind jetzt zumindest ein bisschen besser als vorher. Können wir hier unseren Reward abholen? Gibt in dem Fall halt jetzt gar keinen. Und mal gucken, ob wir theoretisch zurückkehren könnten. Wir könnten zurückkehren. Aber das ist unser erster Einblick in diesen Titel. Mir gefällt es gut. Es ist hübsch. Es ist mal was ganz anderes in dem Genre, in dem Survival-Genre an sich. Ich spiele Survival-Games ja sehr gerne und sowas Rundenbasiertes, Sitzungsbasiertes habe ich vorher noch nicht gesehen. Diese Vorstellung, dass man da Sachen rausholt aus der Karte, mit nach hier oben nimmt, dann seine Technologie und sowas weiterentwickelt, ist halt einfach echt cool. Es gefällt mir gut. Es fühlt sich im ersten Moment auch ganz gut an. Ich bin gespannt, was sich da alles noch drin versteckt, wie man sich sozusagen weiterentwickelt mit der Zeit, wie das Sauerstoffproblem gelöst wird, was es da noch so für Gefahren geben wird und wie sich das Ganze im Koop spielt. Wir lassen uns einfach mal überraschen, schauen nach Möglichkeit in den nächsten Wochenenden, also an den nächsten Beta-Wochenenden, wieder ins Spiel rein. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dieser erste Einblick gefallen und dass Icarus euch vielleicht auch als Titel interessiert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.